Bam! Oh, Paluten 48 GLP-Quiz von Kundi LP. Hello Palle, hab echt lange gebraucht. Ein GLP-Quiz hatten wir, glaube ich, auch noch nie. Komm mal moken. Segway-Tüten. Moin Leute, herzlich willkommen zu einer verspäteten Folge von Lost Happy We Lost, denn wir haben 17.26 Uhr hier gerade auf meiner Uhr und eigentlich sollte das Video vor 26 Minuten schon längst erschienen sein. Es tut mir leid, ich lebe einfach sehr, sehr gerne gefährlich. Nur gut, bei Minute 48 Finale ist das erste Level von Yasimiti und sie schreibt, hey Palle, das ist der finale Teil von Gekentert und Gestrandet. Es ist auch vorerst mein letztes Level für dich, da ich in die Berufsschule und ins Internat komme und mich dort aufs Lernen konzentriere. Oh, in 10 Wochen bin ich dann wieder am Stissel. Have fun und hullo! Da wünsche ich dir schon mal viel Spaß beim Lernen und im Internat. Ich finde das sowieso krass, so auf so ein Internat zu gehen. Da gibt es ja auch so richtige Internatsschulen. Jetzt nicht unbedingt so Berufsschule oder so. Aber ich habe da mal so eine Dokumentation drüber gesehen. Aber wir wollen jetzt ja eigentlich nicht großartig labern, sondern wir wollen jetzt mal gucken, was hier abgeht. Nachdem du einen Schiffsbruch überlebt hast und vor einem ausbrechenden Vulkan geflüchtet bist, musst du nur noch zurück nach Hause finden. Wird dir diesmal jemand helfen? Hoffentlich. Vielleicht sind es ja die Möwen, die dort oben am Himmel rumfliegen. Okidoki. Oh. Oh crap, wo geht's denn hier nach Köln? Ich will nach Hause. Und wo ist eigentlich Edgar schon wieder? Das wüsste ich auch mal gerne. Oh, hey Palle, ich glaube, ich weiß, wo es nach Hause geht. Aber wir müssen wieder ein paar Fragen beantworten. Okay. Welches Tier tötet jährlich die meisten Menschen? Nilpferd oder Mücke? Es ist tatsächlich die Mücke, denn Mücken können Malaria übertragen, was eine ziemlich tückische Krankheit ist. Richtig. Sie übertragen Krankheiten wie Gelbfieber, Denguefieber oder Malaria. Und allein daran sterben jedes Jahr laut Weltgesundheitsorganisation über 600.000 Menschen. Krass. Trotzdem hat kein anderes Lebewesen in den vergangenen 100 Jahren mehr Menschen getötet als der Mensch selbst. Das ist sicherlich nicht verkehrt. Was gibt es wirklich? Ein Planet, der zu 33% aus Diamant besteht. Einen Planet, der zu 50% aus Saphiren besteht. Ich glaube eher das mit den Diamanten, weil es dann ganz viel Kohlenstoff, der zusammengepresst wird. Und richtig! Dieser Planet, 55 Kanzantrie, besteht tatsächlich zu ein Drittel aus Diamant. Dorthin zu fliegen und sich ein paar Dias schnappen, das wär's. Leider liegt dieser aber 10 Billionen Kilometer weit entfernt. Ja, kein Problem, ey. Dann schnappe ich mir mein nicht mehr existierendes Fahrrad, was mir geklaut wurde, und fahre dann dahin. Quark, hey Palle, willst du auch ein paar leckere fliegen? Frosch LP, nee, danke. Heute nicht. Was geschah nach dem Tod von Albert Einstein? Der Leichnam wurde sofort verbrannt, sein Gehirn wurde gestohlen. Das weiß ich, das wurde nämlich von irgendjemandem gemobst. Der Pathologe Thomas Harvey stahl bei einer Obduktion das Gehirn. Erst 40 Jahre nachdem er das Gehirn gestohlen hatte, brachte er es zurück und stellte es für Wissenschaftler zur Verfügung. 1997 übergab er es Einsteins Enkelin. Okay, hat einfach so, moin Leute, ich habe ja so ein Gehirn gefunden, ist von Albert Einstein, tut mir leid, hier, Frau Einsteins Enkelin, hier kannst du es wieder haben. Weil so völlig verdorren und völlig dröge. Oh, ich glaube, hier geht's nach Hause. Palle, ich komm nach, ich treffe mich noch mit Claudia auf eine Karotte. in Köln. Hey Leute, ich bin wieder da. Dena, warst du denn mal weg? Auf Weltreise? Cool. Peter sagt, ich habe dein Longboard. Mein Longboard verbrannt. OMG, endlich bist du wieder da. Hier ist erstmal eine warme Suppe. Du siehst hier halb verhungert aus. Wieso ist Rivi ausgerechnet der Fürsorgliche? Ja, gut. Wie hat es dir gefallen? Ich fand es wieder sehr, sehr schön. Sehr, sehr schöne Fragen. Sehr schön gestaltet. Einfach, da hätte ich 5 Sterne für vergeben. Ganz ehrlich, das war tipptopp. So, Produkt 48, erstes Level von Levels für Palle. Hey Palle, viel Spaß. Hullo. Alright, alright. Deshalb erwarte nicht zu viel. Ja, ist ja leider. Ui! Das hat mich ein bisschen überrascht. Ist aber. Kein Problem. Wir müssen hier ja nur irgendwie. Uiuiuiui. Oh. Was? Ich glaube, das weltgrößte Land der Welt ist nicht China. Ich weiß auch nicht, was die richtige Antwort war. Oh. China ist nur das viertgrößte Land. Auf Platz 3 stehen die USA. Das größte Land ist Russland, oder was? Ich glaube schon. Und hier ist schon der Victory. Ja, war ja ein ganz kurzer Snack hier.
Paluten 48 von Diegos Schatten. Hallo Paluten und andere. Kannst du bitte Stefan und Vadim grüßen? Ja, schöne Grüße an die beiden Spleaser hier. Dann legen wir doch einfach... So, weiter geht es mit Paluten 48, Bundesliga-Quiz von Bollerkopf 04. Das hier ist unser erstes Level. Es handelt sich hierbei um einen Bundesliga-Quiz. Bei falscher Antwort der schweren Fragen siehst du gelb. Das bedeutet, du hast die Chance weiterzuspielen. Liebe Grüße von Laura und Samuel. Und da ist der Homer Simpson-Smiley. Läuft bei euch. Okay, das ist aber schön gestaltet hier mit diesem Bundesliga-Ding. Okay. Kann man ein bisschen schwer lesen, aber na gut. Welcher ist der älteste Verein der Bundesliga? Hamburg. Also ich meine, wenn man danach geht, wer bis dato am längsten in der Bundesliga vertreten ist. Richtig! Hier geht's fast runter. Darf ich hier... Yeah. HSV am 29.09.1887, Werder am 4.02.1899. Okidoki. Welcher der beiden Revierrivalen ist immer noch ein eingetragener Verein, e.V. und ist somit auch keine Aktiengemeinschaft? Schalke. Dortmund ist eine Aktiengemeinschaft, wie man auch immer das nennt. Was? Nee, so nennt man das aber nicht. Oder? Egal. So, welcher Spieler gab mit 16 Jahren sein Bundesliga-Debüt und ist somit der jüngste Spieler der Bundesliga aller Zeiten? Julian, ich glaube, es ist eher Julian Draxler als Nuri Sahin. Ich kann mir eher Julian Draxler vorstellen. Ah, falsch! Krass, mit 16 läuft bei Nuri Sahin. So, jetzt habe ich hier bei der schweren Frage die gelbe Karte bekommen. Habe hier aber noch eine Chance. Okidoki. Was war die höchste Heimniederlage des FC Bayern Münchens und gegen wen war diese? Ich könnte mir eher vorstellen, dass es 0 zu 4 gegen Bielefeld. What? 1906, boah, läuft bei denen. Aber das ist jetzt ein bisschen schade, weil ich muss ganz ehrlich sagen, wir können das nochmal ganz schnell irgendwie hinspleasen. Aber ich glaube, da kommt ja sowieso, das Einzige, was da noch kommt, ist der Victory, meiner Meinung nach. Also ich meine, was soll da noch großartig kommen? Schalke. Ja, Schalke kriegt ja auch so mega viel Geld von hier, ne? Gazprom oder so. So, jetzt gehen wir hier, wir weichen der gelben Karte einfach mal ganz gepflegt aus. Zack, 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 zack. 0 zu 7. Alter, Falter. Oh, Bonusfrage. Welchen Verein der Bundesliga magst du am meisten? Habe ich ja schon mal gesagt, ich war früher Dortmund-Fan. Aber dann sind so Spieler weggegangen wie Jürgen Kohler, Matthias Sammer. Und dann konnte ich mich nicht mehr mit dem Verein identifizieren. Seitdem liebe ich es einfach so, Fußball zu gucken. Einfach nur wegen der guten Spiele. Ich meine, jetzt an den letzten Spieltagen, Abstiegskrimi, wer steigt ab? Wer steigt aus der zweiten Bundesliga auf? Wer schafft es noch in die... oder auf den Relegationsplatz und pipapo. Das finde ich ist einfach super, super spannend. So, Paluten 48 Gesetze-Quiz von Wazili. Hey Paluten, das ist mein erstes Level. Ich habe circa 4 Stunden daran gesessen und hoffe, dass es sich gelohnt hat. Kannst du bitte noch Mike und Edwin grüßen? Mich? Oh, du heißt Edwin? Ist aber auch ein extravaganter Name, oder? Also, ich weiß, bist du Russe vielleicht? Weil, ich meine, Edwin ist eher so ein älterer Name, aber ich glaube, das ist da manchmal da noch ein bisschen eher... Als wenn man jetzt, keine Ahnung, wenn ich meinen Sohn würde ich wahrscheinlich niemals Rainer oder so nennen. Weil das ist ja eher auch so ein älterer Name, so heißt übrigens mein Vater. Und ist er aber genug. Ist Banane. So, verrückte Gesetze, okay. Es ist fast unmöglich, sich die Beine zu brechen. Schau, dass du beim Fallen so weit wie möglich in der Mitte bist. Okidoki. Ein Gesetz in Kalifornien besagt, dass man seinen Elefanten nicht an einen Hydranten ketten darf. Das macht man ja auch nicht. Nee, tut mir leid, man kann doch nicht einfach einen Elefanten... Richtig. Alter, das ist aber... Das ist smart gelöst hier. Okidoki. Bis zum 30. Lebensjahr muss man laut Gesetz mindestens 2 Bäume gepflanzt haben. Das ist falsch. Ach, komm. Hör mir doch auf, Estland. Richtig. Jawoll. Okidoki. Ein Gesetz aus Russland. Es ist verboten, auf der Straße Fußball zu spielen. Macht ja aber auch Sinn. Falsch. Aber auf der Straße. USA. In Alaska ist es verboten, einen schlafenden Bären zu wecken, um ein Foto mit ihm zu machen. Wahr. Jawohl. Der Bär muss ja auch irgendwann mal schlafen. Also das kann man nicht einfach so... Tut mir leid. Okay, ein Gesetz aus Deutschland. Man darf nur mit ausdrücklicher Erlaubnis des zuständigen Amtes im Abwasserkanal... Ja...
Oh, Alter, es ist ein bisschen kaputt gegangen da vorne. Guck mal, das ist eine gute Quote. Hier springen für Werbung. Ja, die kannst du gerne haben. YouTube, Vazili. Oder ist er? Der Victory. Oh yeah. So, Paluten 48, erstes Level von Yanni Crazy. Für dich. Hey, Palutin, ich hab dir mal ein Level gemacht. Hoffe, es gefällt dir. Kannst du Tami, Antonia, Naomi, Elisa, Matti, Michelle grüßen und mich, Yandra. Liebe Grüße, Yandra Scroll. Schöne Grüße an die Meute. Hey, wie geht's? Hallo, bist der Beste. Danke. Okidoki. Oh, Paluten, bitte beide Wege. Okay, ich nehme erstmal den oberen hier. Zack. Okidoki, komm schon. Oh, 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 oh. Oh, oh. Nein, ach, das war so selten. Okay, ich nehme erstmal den Weg hier längs. Vor allen Dingen, ich hätte einfach kurzzeitig mal stehen bleiben sollen. Das wär der wesentlich smartere Move gewesen. Hui. Hui. Zack. Okay, komm schon. Oh, 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 die habe ich ja ein bisschen spät gesehen. Ha! Ich brauche hier ein bisschen Schwung. Oh Gott, Alter. Langsam. Okay. Da runter, langsam, okay. Ja, ruhig mit Werbung hier. Zack ich. Knack ich. So, dann machen wir nochmal Restart. Ich weiß nicht, was hier oben geht, abgesehen von dieser Abrissbirne. Die hat mir ein bisschen wehgetan. Also, oh, schnell, 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 schnell. Oh Gott, nein, nein. Ach komm, okay, einmal probieren wir es noch. Das kann nicht so schwer sein. Come on. So, warte mal, hä? Aber ich konnte da gar nicht in der Mitte so stehen bleiben, oder? Jetzt. Oh Gott, da wäre ich immer wieder getroffen. Okay, ein Try. Ich brauche nur Tempo. Nicht die Taschentücher, sondern Tempomatico. Oh, oh. Und jetzt der Sprung. Jawoll. Hier nochmal springen. Zack, zack. Und jetzt aber. Da. Ach, jetzt muss ich hier wieder nach vorne. Und nach hinten. Und nach vorne. Und vielleicht wieder nach hinten. Oh, da. Ach so, das kennen wir ja schon. Okidoki. Der Victory. Bam. Oh, Paluten 48 GLP-Quiz von Kundi LP. Hello, Palle. Hab echt lange gebraucht. Ein GLP-Quiz hatten wir, glaube ich, auch noch nie. Komm mal moken. Segway-Tüten. So, komm, dann machen wir jetzt nochmal das von Crayon HD. Hey, Palle, das ist mein erstes Level-Quiz. Ein paar Fragen wurden ersetzt. Später sage ich, wieso. Könntest du bitte Niki, wird wie Niki ausgesprochen, und mich grüßen. Bilal. Danke, viel Spaß und hullo. Rest steht im Level. Alright. Oh Gott. Moin, Palle, das ist mein erstes Level. Yay, ein paar Fragen wurden ersetzt, weil ich und eine Level-Erstellerin namens CookiePlayer die gleichen Fragen aus der gleichen Internetseite ins Level gebracht haben. Es war nicht ihre Schuld. Jedoch musste ich deshalb mein Level re-uploaden. Sorry, Palle. Alles gut. Ich grüße dich aber... Ach so. Ich grüße sie aber ganz herzlich, da sie sich deshalb sogar entschuldigt hat, was überhaupt nicht nötig gewesen wäre. Schau mal, das ist nett. Das finde ich nett, wie ihr da in der Situation miteinander umgeht. Finde ich gut. Ich habe mein Level so gebaut, dass man nicht stirbt, wenn man eine Frage falsch beantwortet. Nicht vergessen, Steuerung kann Leben retten. Was ist... Der Tomaner-Chor. Ein Chor für professionelle Sänger? Ich glaube, das ist einfach ein weltweit bekannter Knabenchor. Mit einer Goldgelchenstimme wie GLP. Die können in jedem Chor mitmachen. Hey, so eine echt. Also, wenn er da seine Songs runterschmettert. Das ist schon nicht schlecht. So, der Tomaner Chor ist ein weltweit bekannter Knabenchor in Leipzig. Der Chor besteht aus 93 Jungen im Alter von 9 bis 18 Jahren. Love button. Wie hieß der erste Kommentar auf YouTube? Bestimmt interesting. Ich glaube, nice, glaube ich nicht. Richtig! Interesting ist richtig. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Yay, Mathe! Keine Sorge, ist easy, oder? Ja, das sind 3/5. Richtig! Jawoll! So, wie hießen die Ersteller von Happy Wheels? Jason Schimmick und Jim Bonacci. Jim Bonacci weiß ich auf jeden Fall, aber ich glaube, es war Geralt. Der Jute. Ah, falsch, verdammt. Sie hießen Jason und Jim.
Was bekam man beim weltweit ersten Münzautomaten für sein Geld? Wasser würde eher Sinn machen als Brot. Brot wird doch schlecht. Richtig, man bekam Wasser, und zwar Weihwasser. Der älteste bekannte Münzautomat war ein Weihwasserspender. Das Werk des Erfinders Heron stammt aus dem 1. Jahrhundert vor Christus und man musste eine 5-Drachmen-Stück einwerfen. Okay. 1999 sprach man vom Jahr 2000-Problem. Man befürchtete, dass zum Jahrtausendwechsel sämtliche Computer verrückt spielen. Tatsächlich gab es aber ein ganz anderes 2000-Problem. Aber wo? Auf dem Friedhof? Richtig! Auf Friedhöfen gab es ein Jahr 2000-Problem. Auf vielen Friedhöfen war es üblich, dass bei Doppelgräbern immer auch der gleiche Name und die ersten beiden Ziffern, achso, des Sterbesjahrs von noch lebenden Partnern in den Grabstein eingemeißelt wurden. Doch einige davon haben den Jahrtausendwechsel überlebt und die hatten dann ein falsches Datum auf ihrem späteren Grabstein. Das ist natürlich... Stimmt es, dass die Herstellung einer Coca-Cola-Dose etwa gleich viel kostet wie die Herstellung der Colas, die da drin... Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, die Dose ist teurer als die Cola, die da drin steckt. Richtig! Ich meine, Cola kostet nicht viel. Also ich meine, es ist Wasser und Zucker. Die Herstellungskosten für die Dose sind deutlich höher als die Herstellungskosten für die Cola. Perfekt. Wovon bekommen wir die meiste radioaktive Strahlung ab? Aus dem Weltraum. Falsch, verdammt! Die meiste radioaktive Strahlung stammt aus der Erde, und zwar war sie schon immer da. Der Weltraum ist die zweitstärkste Strahlungsquelle. Okidoki, ich habe versucht, das Aufprallen, wenn man eine Frage beantwortet hat, so sicher wie möglich zu machen. Hat es geklappt? Auf jeden Fall! Wie fandest du das Level? Tipptopp. Wie fandest du die Fragen? Bombe. Soll ich mehr machen? Yep. Waren die Fragen zu wenig? Auf gar keinen Fall. Ich freue mich auf dein Feedback. Ich und Niki feiern deine Videos. Das freut mich! Perfekto, Matiko! Und wow, Alter, heute haben wir aber eine mega lange Folge. 16 Minuten, glaube ich fast. Läuft bei uns. Meine Damen und Herren, das soll es gewesen sein mit der heutigen Folge. Ich wünsche euch allen auf jeden Fall noch einen angenehmen Tag. Haut rein. Ciao, ciao!